Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Es gibt schon wieder Neuigkeiten an der Cyberpunk 2077 Front. Cyberpunk 2077 hatte ja zuletzt ziemliches Pech bei den Game Awards, denn dort konnte der Titel bei der Jury nicht so richtig landen und deshalb keinen der gefragten Awards nach Hause bringen. Doch dann machte es IGN Japan vor und kürte Cyberpunk zum Spiel des Jahres, wohlgemerkt die PC-Version. Ganz einfach, weil man eben alle möglichen Dinge dem Studio und dem Titel vorwerfen kann. Aber gewisse Bestandteile des Spiels sind eben doch was ganz Besonderes. Und das konnte die Jury in Japan einfach sehen. Doch wie sehen das die Spieler? Also die Leute, für die die Games am Ende gemacht werden. Das zeigen uns die Game Awards, die ausschließlich durch Abstimmung der Spieler gewählt werden. Cyberpunk 2077 war dort in zwei Kategorien nominiert, und zwar in den Kategorien Spiel des Jahres und herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story. Nun hat Steam die Ergebnisse bekannt gegeben. Cyberpunk 2077 ist leider nicht das Spiel des Jahres geworden. In dieser Kategorie entschieden sich die meisten Spieler für Resident Evil Village und damit auch gegen Valheim, New World und Forza Horizon 5. Doch, und das ist die wirklich schöne Überraschung für CD Projekt Red, in der Kategorie herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story hat Cyberpunk 2077 die Anerkennung in dem Segment bekommen, die es meiner Ansicht nach voll verdient hat. Denn die Story in Cyberpunk 2077 ist einfach klasse geschrieben, da gibt es wirklich wenig, was den Titel Konkurrenz machen könnte. Cyberpunk 2077 hat sich hier gegen Schwergewichte wie Mass Effect, Days Gone und Life is Strange True Colors durchgesetzt. Resident Evil Village war ebenfalls nominiert, hat es aber hier nicht geschafft. Spontan fallen mir hier die FAQs der Game Awards ein, wo uns Gamer-Konzerne erklären, warum es nicht so gut ist, dass Spieler zu 100% abstimmen, sondern nur lausige 10% Stimmanteil bekommen, während weltweit etwas mehr als 100 Leute 90% des Stimmanteils haben und damit de facto die Sache entscheiden. Auch nachzulesen in den FAQs der Game Awards war, dass man eine Art Wahlkampf der Studios befürchte, wenn man Spieler entscheiden ließe. Bestimmt haben hier einige Studios hier und da mal sowas geschrieben wie, hey, wir sind dabei, stimmt bitte ab, aber von großen Kampagnen habe ich zumindest nichts mitbekommen. Und hier stehen wir nun. Die Spieler auf der weltweit größten Vertriebsplattform für digitale Games haben Cyberpunk 2077 einen Award gegeben, während die Jury aus Experten keinen einzigen für diesen Titel über hatte. Naja, außer in Japan. Auf jeden Fall einen herzlichen Glückwunsch nach Polen. Ihr habt es euch verdient. Eben hatte mich noch der gute Tim angeschrieben und mich auf zwei Dinge hingewiesen. So wurden bei ihm wohl wieder Cyberpunk 2077 Update-Werbung per Instagram ausgeliefert. So heißt es da, Update jetzt verfügbar. Nun ist es so, dass das letzte Update bereits einige Monate zurückliegt. Jetzt eine Werbung darauf zu schalten, scheint mir doch irgendwie unsinnig und auch komplett irritierend. Die Frage ist nun, hat das was zu bedeuten oder kann das weg? Mein erster Impuls war, dass da einer bei CD Projekt Red eine Kampagne versehentlich reaktiviert hat. Es kann auch sein, dass die Kampagne geplant war für ein Update, das vielleicht Ende Dezember hätte erscheinen sollen. Es könnte auch sein, dass man zu früh dran ist und das Update erst noch kommen soll. Viele Theorien, aber keine wirklichen Infos. Aber sowas hatten wir bereits schon mal. Damals wurde ebenfalls eine Werbung gestreut, in der von dem größten Update für Cyberpunk 2077 die Rede war. Die Devs sagten damals darauf hin, dass damit das Major Update 1.2 gemeint war, was tatsächlich riesig war. Das war allerdings damals auch schon einige Monate nach 1.2 und einige Monate vor 1.3. Doch später zeigte sich, dass Update 1.3 in gewisser Weise noch größer war als Update 1.2 und somit stellte sich natürlich die Frage, ob man damals nicht doch versehentlich die Werbung für 1.3 zu früh geschaltet hatte. Nun, wir werden es wohl kaum je erfahren, aber jeder kann sich nun seinen Teil denken. Tim hat mich außerdem auf einen Artikel der GamePro aufmerksam gemacht. Demnach könnten neue Stellenausschreibungen bei CD Projekt Red auf künftige Inhalte für Cyberpunk 2077 hindeuten. So schreibt die GamePro, die sich ihrerseits auf Informationen von The Game stützt, folgendes. Folgende Stellen mit spezifischen Aufgabenfeldern bezüglich Cyberpunk 2077 sollen jetzt bei CD Projekt Red besetzt werden. Destruction Technical Artist. Mitarbeiter in diesem Job sollen laut Stellenausschreibung die Zerstörungseffekte im Spiel verbessern, und zwar so weit, dass Spieler diese Verbesserung fast gar nicht mehr wahrnehmen. Oder in anderen Worten, Zerstörungseffekte sollen bald offenbar wesentlich detaillierter und natürlicher dargestellt werden als zuvor.
Senior Technical Animator. Dieser Job erfordert es, Prototypen für die visuellen Elemente neuer Gameplay-Mechaniken in Koordination mit Gameplay-Animatoren und Designern zu erstellen. Heißt, es kommen in Zukunft wohl definitiv neue Gameplay-Mechaniken auf uns zu. Hier muss ich kurz stutzen, weil es ist entweder wohl oder definitiv, beides schließt sich ein bisschen aus. Aber ich denke, das hat auch jemand geschrieben, der Bock auf Cyberpunk 2077 hat. Welche das sind, ist aber nicht bekannt. AI und Physics Programmer. Wer sich hierfür bewirbt, soll laut Stellenausschreibung Simulationssysteme entwerfen, implementieren und optimieren. Gemeint sind unter anderem Fahrzeuge oder Ragdoll-Simulationen. Den gesamten Artikel der GamePro verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Es geht also um die Kernthemen Zerstörung, neue Features und KI und Physik. Alles auf jeden Fall sehr wichtige Bereiche für Cyberpunk 2077. Es gibt ja bereits länger Gerüchte, dass CD Projekt Red gravierende Systemänderungen durchgeführt hat und wahrscheinlich auch weiter durchführt, um neue Features und eine bessere KI und Physik hinzubekommen. Die Stellenausschreibungen schlagen da absolut in dieselbe Kerbe. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass diese Leute ja erstmal eingestellt und eingearbeitet werden müssen. Es geht also hier um eine langfristige Auslegung. Hier gab es zuletzt ein Interview mit CEO Kaczynski, der Service Games ins Gespräch brachte. Zudem sagte Kaczynski auch, dass man plane, Cyberpunk 2077 weitere 4 Jahre weiterzuentwickeln, wozu eben auch neue Features, ein besseres Zerstörungssystem und eine bessere KI und Physik durchaus perfekt passen würden. Offenbar setzt das Studio eine Menge daran, die Versprechen einzuhalten, auch wenn das Ganze dann doch etwas länger dauert, als uns eigentlich lieb ist. Tschum, noch eine Info zu dem Leak-Video von gestern. Ich hatte bereits im Video meine Zweifel geäußert, was die Echtheit betrifft. Zu sehr hörte sich das Ganze nach Wunschliste an. Aber heute gab es dann auch das Dementi von CD Projekt Red. Ich denke, die meisten, die das Video angesehen haben, haben das Ganze schon sehr richtig einsortiert. Aber falls du durch mein Video oder durch irgendein anderes tatsächlich geglaubt hast, das wäre nun absolut sicher so und in trockenen Tüchern, dann sei dir gesagt, dass CD Projekt Red hier ganz klar sagt, nein, dem ist nicht so. Tschum, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass einen Daumen nach oben da. Ehrlich, tu es. Tu es. Nachricht an Nutzer. Danke, Tschumba. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.